Ach Leute, was ist nur los mit uns? Draußen sind 30 Grad im Schatten und unser eins Let's Play hier, Animal Crossing. Ja, also, meine Freunde, seid gegrüßt. Es ist, wie ihr seht, der 91. Tag. Wir haben 3 Monate jetzt auf der Insel verbracht. Und ja, diesen Kimono-Stern habe ich immer noch nicht richtig gezeigt. Hier hätten ja, den habe ich auch irgendwann gekauft. Der ist schweineteuer gewesen. Ich glaube, der über 100.000 oder so. Also sogar über 200.000 ist gar nicht. War jeweils sehr, sehr teuer. Steht hier schon eine ganze Weile jetzt auch. Aber darum geht es heute nicht. Nein, heute ist das Insektikus-Turnier mit Carlsen und, wie ihr hier seht, ein neues Haus. Fängst du auch viele Insekten? Ich muss mich... wo 18 Uhr Schluss? Ja. Natürlich bis 18 Uhr geht's nur. Wir grüßen mal schnell unseren neuen Bruder. Ja, ich habe gestern 3 Inseln besucht. Auf der ersten war so ein Oktopus-Typ. Der hat mir nicht so ganz gefallen. Auf der zweiten war eine süße Maus. Den hätte ich, ja, aber ich wollte nicht wieder so einen kleinen Charakter. Wir haben ein paar so kleine. Und darum habe ich jetzt ihn hier genommen. Ein Elefant. Den Bastian. Holla die Ho, Andy. Schön, dass du gleich mal vorbeischaust. Das Ausprobieren wird mich sicher noch den ganzen Tag beschäftigen, aber ab morgen bin ich zu allem bereit. Ja, kannst leider nicht am Turnier mitmachen, war naja. Als Nachbar können wir jetzt jeden Tag die tollsten Sachen an den Trara. Jo, ja, ein bisschen auf Benjamin Blümchen gestylt. Er hat auch ja, so ein Rasenteppich und so eine Spieltapete. Naja, mal sehen, wie sein Stall nachher aussehen wird. Aber fand ich ganz okay. Ich hätte vielleicht noch länger suchen können, sicher. Und Silvia ist auch daheim, die macht wohl nicht am Turnier mit. Und dir, Steve. Hast du dich auch mit mentalem Training auf das Insektenfang vorbereitet? Das hilft nämlich. Einfach die Augen schließen und dir vorstellen, dass du was mit dem Kescher im Kescher und die Augen wieder öffnen. Dann wirst du feststellen, dass ich dir das Insekt weggeschnappt habe, als du nicht hingeguckt hast. Ja. Okay, sie macht lieber Training als aber trainiert halt nicht, okay. Nee. Da wollte ich auch drücken, genau. Wie soll ich denn hier schon. Ach so, weil ich habe Geld gekriegt, habe ja von der Kiste wieder Geld gekriegt, genau. Liga Exotik. Naja, gut. Ja, logischerweise ist da oben. Insekten fangen, naja gut. Ja, machst du nicht mit? Hey Ahob, komm rein, schlag dich wohin und leg die Füße hoch flott. Erzähl mal, warum bist du nicht dabei? Die haben seit heute ein neues Gesicht in der Nachbarschaft. Wusste, wenn er dort vorbeischaut, ja habe ich schon. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, die Nase mit meiner Schamkeule zu begrüßen, flott. Ja, genau. Ich liebe Silvia, die ist so toll. Aber warum nicht? Na gut, ich glaube, letztes Mal haben auch nicht alle mitgemacht, ne? Beim Angelturnier. Ja, heute ist diese Strohmode ein bisschen in. Ja, ich könnte meinen auch aufsetzen, aber ich habe keinen Bock auf, ehrlich gesagt. Ja, ich habe jetzt endlich mal eine dritte blaue Rose. Die goldenen pflanzen sich noch nicht sofort. Hier ist der, unser Carlsen vom Dach. Hier wird Neues? Nee. Ah, hier ist unsere Hanne. In letzter Zeit wurden viel seltene Insekten auf der Insel gesichtet. Ich hoffe, wir fangen ganz viel davon. Ja, ich auch. Ja, ich habe jetzt noch nichts weiter gemacht. Ich habe gerade das Spiel nur gestartet und kurz das neue Lied, was ich gestern bestellt hatte. Und hier Rudi, nee. Ich sage immer Rudi Ross. Ich erinnere mich immer irgendwie an Rudi Ross. Aber der heißt natürlich Carlos. Kennt ihr doch Rudi Ross aus diesen ganz alten Disney-Klassikern? Ich habe letzte Nacht im Traum eine total geniale Show mit dem Kescher abgezogen, wie ein echter Profi. Danach hatte ich einen kleinen Insektenhof in der Tasche. Irgendwie niedlich, die Vorstellung. Naja, wie man es nimmt. Wer vielleicht Disney Mickey Epic kennt,
Da kamen ja auch all diese alten Charaktere auch drin vor. Ja, das ist mein dicker, fetter Teddy. Clarabella Kuh und Rudi Ross. Wer aber wirklich gutes Let's Play von Disney Mickey Epic sehen will, den empfehle ich V-Hawk. Der hat da wirklich richtig auch. Hier ist noch eine. Naja, das ist irgendwie eine rote. Warum kommen da immer nur rote? Da kommt. Soll irgendwie. Ich glaube, ein Lila oder so müsste da noch rauskommen. So, jetzt gehen wir mal zu Carlsen. Ich habe da ja keinen Sekt gesehen hier heute, ey. Ah, hier war der Hüppi, wer auch noch. Das Insektikus, die hat endlich begonnen. Krabbeltiere auch was. Hier komme ich, Hüppi. Wir haben noch die Käfer, die sich unter Stein verstecken. Meinst du, die bohren uns heimlich? Entweder sind das Spione oder haben arge Selbstwertprobleme, Hüppi. Ja, genau das wird es sein. Also, Carlsen. Der Sommer ist da und es ist Zeit für ein Insektikus-Turnier. Freust du dich schon? Natürlich tust du das. Nein. Wer kann dieser elektrisierenden Anspannung schon entgehen? Heute verschwimmen die Grenzen zwischen unserer Welt und dem Reich der Insekten. Genau. Die Regeln des Turniers sind simpel. Versuchen in jeder Runde so viele Insekten wie möglich zu fangen. Also genau wie beim Fischen. Eine Runde dauert 3 Minuten, abhängig von deinem Ergebnis. Erhältst du von mir Punkte. Diese kannst du bei mir dann gegen sakrale Insektenrelikte eintauschen. Während des Turniers landen alle Exemplare, die du fängst, wie durch Zaubern im Insektenkäfig. Direkt hinter dem hier im Pavillon. Der einzige Teilnehmer ist also ein Kescher. Kein Taschenplatz nötig. Gut, bist du bereit? Die Herausforderung. Der erste Teilnehmer ist ganz und gar kostenlos. Ah, der kostet wieder Geld, wa? Okay. Wundervoll, ich bin überzeugt, dass du eine leuchtende Erfahrung und viel Spaß haben wirst. Gut, du hast 3 Minuten, um so viele Insekten wie möglich zu fangen. Ab 3 Minuten gibt es Bodenfunktion. Aha. Also wie beim Fischen. Viel Glück und du wirst sicher über dich hinauswachsen. Ja, wenn hier irgendwo Insekten wären, hier ist schon der erste. Ja, diese Animation könnten sie mal ruhig während des Turniers weglassen. Die kostet ja auch wertvolle Zeit. Natürlich sind jetzt viel weniger unterwegs als sonst. Da ist noch einer. Moment. Irgendwelche Wehren, die man fangen könnte, ey. Hier noch Zitronenfalter. Den Bonus haben wir schon mal. Den ersten Bonus haben wir schon mal sicher. Wenn man irgendwelche Wehren, die man fangen kann. Abend. Ja, der ist leider kein echter. Da ist mal einer. Wurde ja noch schwieriger als mit den Fischen, Mensch, ey. Da ist mal einer. Hey. Hallo. Okay, 5 haben wir schon mal. Der denn schon 3 Minuten noch? Da ist noch einer. Na, der scheißegal, was man für den fängt. Hauptsache man kriegt die Punkte. Ja. Aber man kriegt hier scheinbar nur so eine ganz simple, während des Turniers hinten ist noch einer. Man hör auf, ey. Das kostet so viel Zeit, wenn er jedes Mal das Insekt da feiert, ey. Derzeit könnte ich schon 3 neue suchen. Warum ist das eigentlich so, dass die Show immer wieder abgezogen wird? Jo, ich hab das gefangen. Wenn ich das erste Mal ein Insekt fange, sehe ich ja noch ein, wenn was Neues ist oder so. Oder wenn wirklich jetzt Insekten sind, die wirklich sehr, sehr selten nur sind oder so, dann sehe ich halt noch irgendwo ein. Aber jedes einzelne Mal, wo man es schon 1000 Mal gefangen hat und das Insekt ist, was alle Meter auftaucht, ja. Jedes Mal muss diese Scheiß zu abgenommen. Gerade beim Turnier, wo ja wertvolle Zeit auch noch kostet.
Warum schon 22 Sekunden? Oh, hier mal ein wertvollerer. Komm ich noch auf 10? Ja, komm ich, komm. Nein! Jawohl, 10 Stück, yay! Die Runde ist vorbei. Ja, und ist der Kescher kaputt! Oh, da drehe ich mich so auf, dass alle Meter irgendein scheiß Werkzeug kaputt geht, ey. Und das geht ja auch nicht vorbei, wenn man die Goldwerkzeuge hat. Das drehe ich mich noch viel mehr auf. Ich habe schon, ich glaube, 3 Gießkannen verballert. 3 goldene Gießkannen. Und 2 Schleudern, ey. Überlegt euch das mal, ey. Da hätten sie ja Nintendo wirklich sagen können, wenn man sich das goldene Zeug schon verdient hat, dann kann das ja auch dauerhaft halten, ne? So, dann sagen wir mal was. So, wie war es? Konntest du sofort auf deinem Weg zu Insektionen? Ja. Falls du deine Kraftfreude suchst, die du mir umgefangen hast, die sind alle in der Sektenkäfig. Ich bin freudiger Abnehmer, wenn du keine langfristige Beziehung eingehen willst. Doch vor dem Verkaufsstück, ich lasse erst alle im Sektenkäfig sind dann 10 Exemplare. Und ab 3 gibt es noch einen Bonus obendrauf. Wundervoll. Somit erhältst du 12 Punkte. Okay, 2 Punkte Bonus. Wenn du Punkte verdienst, werden sie automatisch dein Punktekonto dazugerechnet. Sobald du genug Punkte hast, kannst du sie gegen mystische Relikte mit Insektenzug eintauschen. Zwingen kann ich auch noch nicht so, wenn es soweit ist. Und eigentlich müsste man ihm doch auch... Brauchen wir alle ab. Wirklich? Naja... Die müssen wir so viel sappeln. Die sind doch ein Stern nicht so. Ja, ich will ja kurz was gucken. Hallo, möchtest du Insekt mit? Etwas anderes. Ja, ich glaube, hier kann man auch wieder. Oh, aber natürlich, was hältst du davon, wenn die deine Käfer abkochen? Habe ich was zu verkaufen? Ah, ne, ich hab keinen, okay. Ja, warte mal, ich hol mal kurz. Man kann ja jetzt auch. Ja, ja, halt die Klappe. Man kann jetzt. Welches gebe ich Ihnen jetzt mal? Erst die. Ich gebe mir erstmal die andere, die Motte. Die Atlasspinne. Damit die auch mal weniger werden. Ja, ich habe euch ja schon öfter erzählt, der macht auch die Fischmodelle. Also der bastelt die oder was auch immer er, wie auch immer das macht. Erzählt der. Ja, die pflanzen sie auch nicht fort. Erzählt der, wie heißt er denn? Der hier, Lomius. Erzählt, wenn man ihm da die Modelle gibt und so weiter, erzählt er das. Dass er halt, ja, dass er halt einen Kumpel hat. Und er hat auch erzählt, dass sein Vater und Carlsen die Liebe zu den Insekten teilen, bloß dass sein Vater frisst die halt auf, weil klar, er ist ein Chamäleon. In letzter Zeit wurden viele seltene Insekten, ja. Machen alle mit. Außer Silvia, die nicht. Ja, ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch, Pico. Und wir haben... ...tolle Sterne, die ist schön. Ich habe noch ein Fossil dabei, das habe ich... auch auf der einen Insel noch gefunden.
So, jetzt gebe ich mir einfach den Adlerspiel, aber kann ja wieder leider aber nur einen auf einmal machen. Was anderes. Nein, du sollst ihn nicht einkaufen. Punkt einhören. Wie ist das Turnier? Turnier hier. Ah, ich kann ihn doch nicht geben, verdammt. Na, vielleicht kann man später machen, wenn die Turnier vorbei, also gut, dann wollen wir nochmal teilnehmen. Ich nehme jetzt noch einmal teil, dann gucken wir uns mal die Belohnung an, die ersten, die man kriegt. ...500 Sternis, ey. Jetzt sehe ich, wo der das ganze Geld herkriegt, um die Insekten zu bezahlen. Ja. Bloß, er macht ja aber ein Verlustgeschäft dabei, weil er mir viel mehr zurückgeben muss, als ich ihm bezahle, ne? Oh, hier hinten habe ich vorhin gesehen, das ist natürlich schon wieder weg. An der Flussseite, na herrlich. Ist doch auch unfair. Sobald der Turnier anfängt, sind die alle weg, ey. Ja, heute werden sicher einige Blumen wieder drauf gehen, weil ich wahrscheinlich wieder viel beitreten werde. Ich werde der Turnier natürlich offscreen weitermachen. Ich mache jetzt einmal für die. Nein, fang! Oh. Ha, hab sie. Auf die Zeit damit verballert. Diesmal werde ich natürlich gleich den Goldpokal haben, da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder 300 Stück für, also 300 Punkte. Da werde ich das einige Mal durchspielen müssen. Okay, diesmal werden es vielleicht nicht ganz so viel sein, weil ich jetzt so viel Zeit mit der Libelle verschwendet habe. War das noch einer? Ja, wir haben Kohlweißlinge und sowas, würde ich normalerweise gar nicht erst fangen, weil die halt so wenig wert sind. Aber... weg. Da ist eh noch. Fünf haben wir schon wieder. Ist wieder teurer dabei, was auch immer gut ist. Geld kann man nie genug haben. Ich habe jetzt langsam geht es auf die Millionen zu, die was auf dem Konto ist. Also hier virtuell in Animal Crossing meine ich natürlich nicht in Wirklichkeit. Das wäre natürlich schön. Eine Million Sternis ungefähr, oder hau ich bald zusammen. Weil, wie gesagt, im Moment, wie gesagt, war nicht allzu viel im Laden, was ich jetzt unbedingt hätte kaufen wollen oder so. Und... als was? Ah, hier, da ist ein Schmetterling, ein Marienkäfer. Ja, aber 8 haben wir auch schon wieder, also das läppert sich schon. Und noch einer? Ach, die scheiß Palme stehen im Weg. Alter, er fliegt ja irgendwie, wo ich nicht fangen kann jetzt. Fangen ihn nochmal, fangen ihn! Hallo, fangen den! Oh, das gibt's nicht. Jetzt. Ja, bloß 9. Ah, das macht ja auch nichts, ob 9 oder da hinten wäre jetzt der nächste schon. Jetzt tauchen sie auf, wenn das vorbei ist, tauchen sie wieder alle auf, ne? Ja, aber wenn ich über 10 schaffe, das ist schon gar nicht mal so übel. Falls du deine Krabbelfreunde suchst. Ja. Exemplare, 11 Punkte. Damit haben wir jetzt 23. Ja, nur noch 279, kein Problem.
Ja, man kann, wenn man jetzt irgendeinen fängt, den man halt noch nicht hat, könnte man den halt aus der Kiste dann rausnehmen. Und. Aber warum jetzt das so Turnier nochmal machen, genau wie beim Fischen? Na ja, gut. Rauf alle ab. Was ist jetzt? Oh. Ah, okay. Videovorschlag. Was ihr jetzt gehört haben solltet, dieses Bong-Geräusch, das war hier diese Glocke. Oder weiß ich was, die haben mir einen Videovorschlag gerade angezeigt. Wie weit sind wir jetzt? Boah, sieht ganz gut aus. 6000 Sterne, ist immer her damit. Ja, ja, ich mache auch weiter damit, aber erstmal. Ob man den auch kriegt als Preis? Na, werden wir ja sehen. Was anderes. Ja, wie hat die Menüführung, wurde ja schon hin und wieder kritisiert, nicht wahr? Weil, wie hat, um jetzt halt die Preise abzuholen, muss man erst ein anderes Menü aufsuchen und so. Bisschen komisch. Muss hier wieder mehrere Boxen anhören. Warte mal, verkaufen. Und gar keinen. Ich will, dass du mir daraus eine Dings machst. Das geht wahrscheinlich erst nachdem das Turnier vorbei ist, also um 20 Uhr oder sowas. Ja, gestern war übrigens KK hier. Weil ja heute wahrscheinlich, weil heute halt nicht geht in dem Turnier. Punkte. 21, wunderbar. Du möchtest. Schirm natürlich. Atemberaubend, nie da gewesen. Okay, das ist was anderes. Tada! Spielzeugkakerlake, ist sie nicht atemberaubend? Ja, absolut. Okay, wie hat die Rest, wer war denn, wenn ich denn halt. Mal gucken. Ja. Ganz wahnsinnig toll. Ja, der Schirm. Naja, gut. Ja, meine Freunde, das war's soweit. Erstmal, wie gesagt, ich werde das Turnier jetzt noch so lange spielen, bis ich die 300 Punkte habe. Ich gehe mal davon aus, obwohl, da die einfacher ist, könnte sein, dass man mehr braucht. Ja, das ist leider, was man nicht weiß, ne? Wie viele Punkte man braucht für den Goldpokal. Ja, ich habe jetzt wieder leider einen Tag vergessen, darum sind wir jetzt wieder bei 2 angekommen. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ich habe trotzdem über 80.000 Meilen, also ist das kein Problem. Ich will hier nur mal reingucken, ob irgendwas ist. Gitterzaun. Spitzen? Nee, okay. Ja, mein Ticket heute nicht. Was im Moment nicht. Ja, Shop habe ich schon nachgeschaut. Ach ja, wir könnten ja noch zu Nepp und Schlepp gehen und zur Schneiderei könnten wir noch schnell machen. Ja, 777.000 haben wir schon auf dem Konto. Ja, also geht langsam auf die Millionen zu. Wie gesagt, kann sein, dass es natürlich wieder sich ändert, wenn die jetzt wieder irgendwas Tolles haben, was ich unbedingt kaufen will und was sehr teuer ist. Neulich gab es zum Beispiel einen Computer für, was kostet der, 100.000 oder 120.000 oder jeweils eine Menge Holz. Aber der war leider ein Kackrosa und ich hasse Rosa, wie ihr wisst vielleicht, wenn ihr meine Videos schaut. Und da habe ich, darf ich sagen, ich habe gestern einen Laptop gekauft, der war in schwarz. Nee, die habe ich nicht gekauft, die habe ich von, ich glaube von einem Ballon oder so bekommen oder von einem Baum. Oh, ein Rettungsring, aber wir haben schon einen. Okay, das Regal in blau, wir haben es jetzt in rot. Ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Nee, das habe ich noch nicht. Anderes durch ein Ballerspiel. 64.000 Sterne, ja, das ist okay.
Mache ich später, ich will jetzt nicht so hier rumschleppen. Ja, das Radio. Ja, den Ventilator gibt es auch hin und wieder mal. Wie gesagt, das Regal habe ich schon in Rot, Blau will ich die jetzt nicht. Ja, den Ventilator, warum immer den Ventilator gibt oder das Surfboard, na gut. Vor allem warum immer nur das Surfboard, den anderen Mustern gibt, wo man das nicht selber verändern kann, das finde ich schon ein bisschen komisch. Ein Frosch schon und ein Spitz schon, also weißer Niedlich schon, okay. Aber hier schönes Schmutzwand. Hier ist zum Beispiel die Spielzeug, habe ich dann in einer anderen Farbe. Quiltwand. Grünblüten. Beige Art Deco. Okay, hier gibt es ja die Tatami-Boden. Binsen-Tatami-Boden. Okay. Ja, nichts Interessantes eigentlich. Korkboden, die, glaub, die hatte ich auch schon. Ja, ich werde mir das Arcade-Spiel wahrscheinlich nachher holen. Ein Rettungsring haben wir schon zu dienen am Stand, da wollte ich nicht noch einen. Ja, die haben nicht immer was Tolles, leider. Ich verstehe und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der Laden noch irgendwie irgendwann vergrößert werden kann. Die scheiß goldene Pflanzen nicht, und warum pflanzen sich die scheiß Rosen nicht? Oh, ne. Die schwarzen pflanzen sich gut fort, ja. Ja, die werde ich später auch woanders hinbringen. Die Unkraut hier. Ja, die sich fortpflanzen sollen, pflanzen sich nicht fort. Ich habe da ja kein Loch gesehen. Habt ihr heute schon ein Loch gesehen, Freunde? Also so ein Dino-Dingens. Da gibt es halt jetzt bei Turnier ist. Mal gucken, was ist hier noch. Hier gehen wir noch schon rein, da ist der Part vorbei. Ja, wieder bei. Wir kommen in der Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode, ja, ja. Ja, ihre Muster haben wir alle. Sind einige tolle dabei, ja. Gebe ich durchaus zu. Baseball-Shirt. Ich brauche kein Baseball-Shirt. Blumen-Shirt. Ja, die gibt es ja auch schon seit einer gefühlten Woche oder so. Weste mit Hemd. Röckchen. Regenhose, okay. Abendkleid, ah. Bühnenoutfit. Elvis, the King of Rock'n'Roll, oder was soll das darstellen? Ah, jetzt gibt es ja diese Superhelden-Dinger. Na gut. Die gab es eine Weile, die Clownsmaske. Ich würde eher als Harlekin oder sowas definieren, als Clown, aber na gut. Nee, eigentlich nichts weit dabei, hatte ich jetzt unbedingt haben und über das Bühnenoutfit. Ja. Ah, die werde ich mal kaufen, warum nicht? Nein. Ja, also gut, mein Freund, das war's. Mal sehen. Warte mal, eins können wir noch schnell machen. Ich glaube zwar nicht, dass er da sein wird, aber. Ja, ja, ja. Wir gehen nochmal schnell kurz rüber. Gucken. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das mache, ob ich das morgen machen werde oder heute Abend noch, wie ich Laune habe. Hat sich für eine blaue gepflanzt. Ich weiß nicht, ob man die Golden auch zertreten kann. Hier wachsen ja so immer überall Lilane bei den Weißen, auch ganz interessant. Nee, er ist natürlich nicht da, wäre ja auch ein halbes Wunder gewesen. Ja, hier, ja, wie gesagt, war meine Ohnsohn, aber die hatte ich ja nur halt übrig, nicht wahr? Ja, ich müsste noch die Bäume schütteln und. Ach doch, hier, da ist ein Fossil, seht ihr. Erst, was ich heute gesehen habe. Ja, ich meine, das wird mich noch eine Weile beschäftigen. Ich denke, ich mache das bis 300 oder so. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass eventuell eine höhere Anforderung ist, weil das ja doch ein bisschen einfacher ist, scheinbar. Ich
Ich glaube nicht, dass Gulliver heute am Turniertag da sein wird, oder? Moment mal, ich guck mal kurz, ob hier... Hier versteckt sich auch gerne mal ein Fossil irgendwo. Nee. Manchmal muss man sie wirklich sehr gründlich suchen, da sind sie so an Orten, die einem nicht gleich ins Auge fallen und so. Zwischen den Blumen vielleicht oder so, das kann alles passieren. Ah, da ist die Flaschenpost. Korallen gibt's. Oh ja, wie gesagt, im Moment, ja, sammle ich nicht so viel, so ein Zeug. Öffnen, ja, ja. Bonsai-Tisch. Lernen. Ich weiß nicht, wie man einen Bonsai-Tisch herstellt. Wollen wir mal gucken. Was ist jetzt schon wieder? Ach so. Erzählt doch, wenn die Fischer die Insekten einfach verkauft, nicht wahr? Noch irgendwas? Ja, hier Insektikus-Turnier, aha. Okay, ich musste das Spiel wirklich 4 Jahre lang spielen, um alle Stempel zu kriegen. Oder findet das noch mehrmals jetzt im Sommer statt, Turnier oder was? Fischturnier findet ja Frühling, Sommer, Herbst, Winter statt. Aber das müsste halt auch noch demnächst irgendwann stattfinden. Mal gucken, wie viel fehlen uns denn jetzt noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ein oder zwei haben damit zu tun, dass man halt Leute einlädt oder so, aber vielleicht auch zu anderen Inseln, ich weiß es nicht. Ob die anderen noch sein sollen? Ob es noch irgendein Turnier oder so gibt? Gratulanten, wo ist ja 4 von 10 haben wir jetzt. Muss ich nicht schon mehr haben? Ah ne, logisch waren 4, ne, die Gebote hatten ja doch. Ja, da der Turniertag wieder stattfindet, kann man hier diese Einsiedlerkrebs natürlich nicht fangen. Die kommen ja nur abends ab 19 Uhr oder so. In der Regel auch sehr häufig, aber ich gebe an, wenn ein Turnier ist, hier am Strand werdet ihr kaum Insekten finden, nur, na gut, ein paar Palmen können schon welche sein, aber die sind auch eher selten. Der Goliath-Käfer oder so, oder der Rosen, japanische Rosentyp da, hier am Strand, also, ja, würde mich schon stark wundern, wenn Gulliver gerade heute hier wäre, am Tag des Turniers. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel da gesagt hat, heute passiert nichts anderes weiter. Und sieh mal, ich habe hier gestern noch eine Anleitung gefunden für einen japanischen Grabstein. Die kann man auch in verschiedenen Farben machen. Habe ich da hinten mal so ein kleines Grab gemacht. Ja, also meine Freunde, ja, das war, ich werde jetzt mal den Part, bevor wieder 3 Stunden lang ist oder so. Also, das war der erste Part hier für heute. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob ich den anderen morgen aufnehmen, wo ich euch mal ein bisschen die Belohnung zeigen werde. Ich hoffe, dass noch ein bisschen was Besseres als der Kakerlake dabei sein wird. Das ist noch ein Ballon. Wo ist er denn? Ich höre ihn doch. Ja. Ist er noch draußen hier im Wasser oder wie? Oh. Ja, ich denke, ich mache das bis 300 und weil es tatsächlich mehr gefolgt sind, haben wir halt keinen goldenen Pokal und machen wir das beim nächsten Mal. Und wie ich das ja schon gesagt habe, auch ganz knapp, der wäre fast im Wasser gelandet. Da werde ich das bis zum Dezember halt so machen, dass ich immer wegen neue Insekten oder sowas fange, neue Fische oder irgendwas anderes, wie zum Beispiel die Turniers. Reiskocher, ja, den hatte ich auch schon. Reiskocher hatte ich auch schon mal. Ja, vielleicht. Man, steckt die Scheiße unter Schneider weg. Lecker, lecker Reis. Vielleicht mache ich den noch beim Camping das hin, obwohl da ist schon genug eigentlich, ne?
Eigentlich müsste der natürlich in die Küche, aber da ist auch so wenig Platz. Und hier habe ich euch gleich auch schon mal gezeigt, ne, hier im Räucherofen sind schöne Sachen drin zum Naschen. Und hier schon wieder einer an meiner Pizza genascht. Da gehen die Nachbarn auch manchmal einfach so ran. Ja, also meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis ja, entweder später am Tag oder bis morgen dann. Auf Wiedersehen, meine Freunde.